Egal, ob du Sparanfänger bist oder einfach nur deine Sparquote verbessern möchtest, im Haushalt findet man immer Möglichkeiten, wo man sparen kann. Und in diesem Video möchte ich dir 5 Tipps vorstellen. Hallo und herzlich willkommen bei Sparen mit Kopf. Ich bin der Yusuf Gökçe und ich möchte nicht lange drum herumreden, sondern direkt mit Tipp Nummer 1 anfangen, nämlich deine Freunde mal zu dir nach Hause einzuladen. Ja, also das hat einfach nur den Vorteil, wer mal draußen ausgegangen ist, der weiß, wie teuer das beziehungsweise so ein Abend mal sein kann. Man gibt mal locker 20 € für was zu essen und was zu trinken aus. Und das kriegt man viel günstiger hin, wenn man einfach mal die Freunde nach Hause einlädt. Und zu Hause kann man auch viel Spaß haben. Es gibt da auch viele Möglichkeiten. Man zahlt da auch keine 3 € für 200 Milliliter Cola oder so. Und kann sich einen Filmabend machen, man kann gemeinsam kochen, also da sind relativ viele Optionen offen und da kann man sich einfach immer abwechseln. Ja, das war's zum Tipp Nummer 1 und wir machen direkt weiter mit Tipp Nummer 2, den Überblick zu bewahren. Ich kenne einige Leute, die schön fleißig ihren Abschlag bezahlen, aber überhaupt gar nicht wissen, wie viel sie aktuell verbraucht haben. Ja, und im schlimmsten Falle bekommt man dann auch am Ende eine schöne, dicke Nachzahlung. Und das zählt natürlich am Ersparten. Und damit dir das nicht passiert, solltest du den Überblick bewahren. Und da kann ich nur von mir selbst reden, denn jeden 15. des Monats, weil wir sind an einem 15. eingezogen, gehe ich runter in den Keller und lese die Zähler ab, ja? Also sowohl den Stromzähler als auch den Gaszähler und gucke, wo wir aktuell stehen. Beim Stromzähler ist das Ganze ganz einfach. Du nimmst einfach den aktuellen Zählerstand und ziehst dann davon den alten Zählerstand ab, hast sozusagen die Differenz. Musst dann natürlich auch noch wissen, wie viel du pro kWh bezahlst, in Brutto natürlich. Falls du das nicht weißt, einfach mal von deinem Stromvertrag bzw. von deinem Stromanbieter in den Verträgen gucken oder in deiner, wenn du schon länger in der Wohnung wohnst, einfach mal in der letzten Abrechnung nachschauen. Da steht das in der Regel drinne. Anschließend nimmst du dann die Differenz mal den Bruttopreis pro kWh und darfst dann natürlich auch nicht den Grundpreis vergessen und guckst dann einfach, ob das mit dem Abschlag aktuell stimmt. Und falls ja, dann kann man das natürlich auch so belassen. Falls nein, sollte man dann natürlich schnell Anpassungen vornehmen bzw. überlegen, ob man irgendwie noch irgendwo Strom sparen kann. Ja, beim Gas wird es etwas komplizierter, weil Gas wird ja bekanntlich in Kubikmeter gezählt, aber in kWh abgerechnet. Und da gibt es eine Formel, womit man das umrechnen kann. Damit du jetzt diese Formel nicht auswendig lernen kannst, gibt es einige Seiten im Internet, die einen Rechner zur Verfügung stellen und du einfach nur die Zahlen eingeben musst. Ein Beispiel dafür findest du in der Beschreibung. Und es gibt aber auch viele Gasanbieter, die dir den Service anbieten, das zum Beispiel durch eine App umzurechnen. Du musst dann nur den Zählerstand erfassen. Bei mir geht das zum Beispiel schon durch die Kamera, also musst mit der Kamera einfach den Zählerstand erfassen, der registriert das und zeigt mir dann an, wie ich aktuell mit dem Verbrauch stehe. Und den Überblick zu bewahren hat natürlich auch noch den anderen Vorteil. Man bekommt ja dann Monat zu Monat mit, wie viel man ungefähr verbraucht. Und sollte man mal 1 oder 2 Monate mal viel mehr verbrauchen als sonst in den letzten Monaten, dann kann man einfach mal überlegen und evaluieren, was man in diesem Monat oder in den letzten 2 Monaten anders gemacht hat, ob man vielleicht ein neues Haushaltsgerät besorgt hat, ob dieses Gerät vielleicht zu viel Strom frisst und man kann dann eben schnell dagegen steuern. Ja, das war's zum Tipp Nummer 2, also immer schön den Überblick bewahren und wir machen mal direkt weiter mit Tipp Nummer 3, den Haushalt stromsparend einzurichten. Das hat nicht nur damit was zu tun, dass man sich Geräte anschafft, die eine hohe Energieeffizienzklasse haben. Natürlich lohnt sich das auch, wenn man mal den alten Kühlschrank gegen einen neuen austauscht. Aber was viele Leute vergessen, ist die
Glühbirne. Ja? Ich habe das zum Beispiel bei uns in der Wohnung so gemacht, dass wir nur LED-Glühbirnen hier haben. Die sind nicht nur stromsparender, sondern auch langlebiger. Also in der Verpackung hier steht zum Beispiel, dass die Glühbirne 15.000 Stunden glühen kann. Und wenn man zum Beispiel täglich die Glühbirne 5 Stunden brennen lässt, hat man ungefähr 3000 Tage was davon und das sind umgerechnet circa 10 Jahre. Hier noch eine kleine Info für dich. Viele Leute denken, die Wattanzahl hat was mit der Helligkeit der Glühbirne zu tun, aber das stimmt so nicht. Die Wattanzahl gibt dir in der Regel nur die Information, wie viel Watt die Glühbirne in einer Stunde verbraucht. Und da der Strom in kWh abgerechnet wird, müssen wir das hier noch kurz umrechnen. Also einfach die Wattzahl durch 1000 teilen. Bei 35 Watt wären das sozusagen 0,035 kWh. Das, wenn wir annehmen, die Glühbirne leuchtet täglich 5 Stunden, können wir mal 5 nehmen, haben dann sozusagen den Verbrauch pro Tag raus. Und das nehmen wir dann wiederum mit 365 Tage, beziehungsweise multiplizieren das mit 365, kriegen dann sozusagen den Verbrauch im Jahr raus. Wenn ich jetzt, also ich bezahle 24 Cent brutto pro kWh hier in der Wohnung, das dann damit multipliziere, kostet mich die Glühbirne sozusagen ungefähr 15 Euro. Ja, das zu Tipp Nummer 3, also die Wohnung immer schön stromsparend einrichten und wir machen weiter mit Tipp Nummer 4, denn hier geht es darum, Montagen bzw. Reparaturen in der Wohnung selbst zu übernehmen. Als wir hier neu eingezogen sind, hatten wir keine einzige Lampen an den Decken und die mussten wir also selbst bzw. irgendwie dran bekommen. Und da ich das vorher noch nie gemacht habe, habe ich mir überlegt, wie mache ich das jetzt? Ja, Elektriker rufen? Nee, viel zu teuer und für eine Lampe einbauen, das muss doch einfacher gehen. Hab mir dann einfach mal auf YouTube für 5 Minuten, glaube ich, waren das, ein Video angeguckt, hab dann verstanden, wofür die Kabel da sind und mir dann von IKEA einfach günstige Lampen besorgt, die dann ganz einfach dank des Videos einbauen können und wusste dann auch, worauf ich achten muss. Und ja, wir leben ja in einem Zeitalter, wo wir anhand von kleinen Geräten fast das ganze Wissen der Menschheit bei uns tragen. Ja, also ich meine hier ein Smartphone zum Beispiel. Und da kann man das auch mal ganz gut nutzen. Also nicht nur in den Stories oder in den Newsfeed rumzuscrollen, sondern auch mal sich informieren, wie man zum Beispiel Lampen einbaut und das dann eben umsetzen. Ja, am Anfang hat es natürlich etwas länger gedauert, also die erste Lampe einzubauen hat schon so 30 Minuten ungefähr gedauert, aber wenn man dann den Dreh raus hat, ging das alles relativ schnell und es hat dann nicht mehr lange gedauert, hingen auch schon die anderen Lampen an den Decken. Und dank IKEA etc., die schon ein relativ einfaches System schon dafür entwickelt haben, ist das auch also für den Otto-Normalbürger, sage ich mal, der überhaupt keine Ahnung von Elektrotechnik oder von solchen Sachen hat, ganz einfach umzusetzen. Wenn es aber etwas gibt, was vielleicht zu kompliziert ist oder zu gefährlich sein könnte, dann habe ich hier noch einen anderen Ratschlag für dich. Überlege, ob es vielleicht nicht irgendjemanden in deinen Kontakten gibt, der das eventuell erledigen könnte für dich. Ja, dass du den dann einfach anschreibst oder anrufst und mal nachfragst. Und dann kommst du nicht nur kostengünstiger weg, sondern siehst vielleicht jemanden, den du lange schon nicht mehr gesehen hast und kannst dann eben auch von ihm noch etwas lernen. Ja, dann kommen wir auch schon zum letzten Tipp, Tipp Nummer 5. Das wäre nämlich Ausstellungsstücke bzw. B-Ware zu kaufen. Das beste Beispiel ist eigentlich die Kamera, womit ich hier filme. Das ist nämlich ein Ausstellungsstück von Mediamarkt, was ich aus eBay gekauft habe. Die habe ich zufällig gefunden, weil erstmal informiert man sich natürlich über die verschiedenen Kameras und guckt sich erstmal, welche Kamera passt eher zu mir und sucht dann eben nach diesem Modell und versucht das irgendwie kostengünstig sich anzuschaffen. Und man spart bei so Ausstellungsstücken nicht nur einiges an Geld, sondern man hat auch schon sozusagen
eine fast neue Ware, die auch noch eine gewisse Garantie hat. Also die Kamera hier hat zum Beispiel noch 2 Jahre Garantie. Es gibt auch viele Seiten, wie zum Beispiel auf Amazon, die auch schon so general überholte oder B-Ware oder eben so auch solche Ausstellungsstücke verkaufen. Bei Amazon ist das zum Beispiel Amazon Renewed. Das habe ich letztens erst entdeckt, als ich für eine Kollegin einen Laptop gesucht habe. Da kommt man eben auch viel kostengünstiger an die Geräte dran und da hat man dann mindestens sogar 1 Jahr Garantie. Es gibt natürlich auch noch andere Plattformen wie notebooksbilliger.de, die haben ja so eine Art Outlet, wo sie Gebrauchtware bzw. general überholte Waren anbieten. Und da solltest du dir eben bei der nächsten Anschaffung von vor allem solchen technischen Geräten mal überlegen, ob das nicht eine Option für dich wäre. Ja, das war's dann auch schon zum Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls du ein Thema hast, was dich interessiert, kannst du es auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich lese mir wie immer alles gerne durch. Falls du auch Kritik etc. hast, was ich besser machen kann, auch gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir noch eine erfolgreiche und sparsame Woche. Ich würde dann sagen, bis nächste Woche Sonntag, 11 Uhr, dein Yusuf.